Hey Jo, sieht man mich? Hört man mich? Ich hoffe mal ja. So, und damit würde ich sagen, herzlich willkommen zum zweiten Teil des Livestreams. Wir fahren jetzt nämlich eine Runde Train Simulator, wie ihr, glaube ich, sehen könnt. Ich glaube, ihr könnt es sehen. Das ist nämlich ein Zug. Der fährt zur Abwechslung mal nicht Güter als ich, weil das eben ein Nicht-Güterzug ist, sondern ein Personenzug. Ich mache gerade schon mal die Türen auf. Also wir fahren eine Runde Dreiländereck. Das war so ziemlich das meistgewünschte, die meistgewünschte Map. Und zwar fahren wir. Wir schauen mal ganz kurz von Bludenz hier über den Pass nach St. Anton ist das, glaube ich. Genau, nach St. Anton. Hab mir überlegt, ob wir vielleicht irgendwo was anderes fahren. Irgendwie was von wegen, keine Ahnung. Szenario mit Nacht und Winter und böse und Wetter, aber das war irgendwie der Strecke, den ich nicht mehr fahren wollte, bin ich noch nie gefahren. Und von dem her, genau, ja, ich bin ein bisschen unpünktlich. Nein, ich arbeite nicht für die DB, aber hier in dem Fall ja, das finde ich lustig, dass hier so viele DB-Züge rumfahren. Aber das liegt, glaube ich, einfach irgendwie an der Map, das ist einfach so. Wunderbärchen. Jo. Da ist ein Zug, also ich hoffe, können wir schon fahren? Ne, wir dürfen noch nicht fahren. Heißt, wir warten noch mal ein bisschen. Oder heißt das, ich darf fahren? Stimmt, das ist, glaube ich, eingeschränkte Fahrt. Da war was. Heißt, ich fahre am besten einfach mal los. Also ich lege mal den Richtungswender um. Ach so, die Fragen, wo Luisa ist, die ist müde. Die liegt schon da hinten, das ist ein bisschen spät gerade. Ich meine, wir sind heute alle morgen früh aufgestanden und von dem her mache ich den zweiten einfach mal alleine. Ich hoffe, das stört dich allzu arg. Und ich bin nicht allzu langweilig. Okay, wahrscheinlich bin ich das, aber was willst du machen? So, ich halte mal ein bisschen das Zeug aus dem Bildschirm raus und dann würde ich sagen, fahren wir auch schon los. Wobei ich würde mal ganz kurz am liebsten ein bisschen den Sound lauter machen. Sag mal kurz, ob das von der Lautstärke her gut ist. Ich denke mal, das ist so ganz gut. Jo, wir fahren wir auch schon los. Ich weiß jetzt gar nicht, wie ich die Screenshots machen will. Ich mach den einfach mal. Mach den einfach mal so. Einfach mal so ganz faul, so mitten im Stream. Und genau, außer mit 40 km/h. Genau, weil da vorne nehme ich ein. Das da ist. Nee, einfach so für außer mit 40. Aber ich darf hier 140 fahren. Das heißt, die haben einfach mal 100 drauf addiert. Die gab es halt im Angebot, die 100. Und ich übersteuere leicht. Übersteuere ich immer noch leicht. Ich hoffe mal nicht. Nee, so bist, glaube ich, ganz in Ordnung. So. Was haben wir jetzt hier? Zwei Punkte, die wir fahren dürfen. Das heißt, ich beschleunige gerade mal auf 60. Okay, 60 da vorne, aber dann 70. Dann bin ich einfach mal ganz gespannt, wie sich das denn jetzt hier im Laufe der Zeit darstellen wird, weil ich halt absolut keine Ahnung habe. Weder vom Zugfahren noch von irgendwas anderem. Und Kaffee ganz wichtig. Huch, der Arlbergpass wurde 1884 eröffnet und war Teil einer geplanten Strecke von Großbritannien nach Ägypten. 5000 Mann und 4 Jahre Arbeitszeit waren notwendig, um das Projekt umzusetzen. Der Pass galt als technisches Meisterwerk und war eines der größten Projekte der KUK-Monarchie. Okay, die kenne ich zwar nicht, aber schön zu wissen, muss ich sagen. Omsi, nein, die untere Leiste ganz durchsichtig, leider nicht, weil sonst sehe ich leider gar nichts mehr. Ach so, nicht so durchsichtig. Kann ich machen, wenn ihr das wollt. Also ich habe das eigentlich gerne nicht ganz so, dass man es nicht ganz so sieht, sondern ein bisschen als Spickhilfe für mich. Aber wenn ihr so wollt, dann ist das in Ordnung. Ja, LZB einschalten. Ich glaube, ich fahre lieber selber. Ich fahre lieber selber. Ja. Du kannst die Livestreams kürzer machen. Also ich bin der Meinung, man kann schlafen gehen, wenn man schlafen gehen will. Also das könnt sowohl ihr tun als auch alle anderen. Ich habe nur Lust, eine Runde zu fahren. Und wenn ihr dabei sein wollt, dann könnt ihr jetzt ja eben dabei sein. Und wenn ihr keine Lust mehr habt, dann könnt ihr auch schlafen gehen und die Aufzeichnung angucken, wenn ihr wollt, oder halt auch nicht. Also ich finde, das kann irgendwie jeder so entscheiden, wie er das gerne hätte. Also genau. Ich einfach so. KUK-Monarchie ist Kaiser von Österreich und König von Ungarn. Ah, okay. Gut, um mal ein bisschen Geschichte hier reinzubringen. Aber hier zieht es echt ordentlich an von der Geschwindigkeit. Weil das ist sogar fast noch schöner. Machen wir mal hier einen Screenshot. So. Gehen wir mal die Geschwindigkeit vielleicht ungefähr auf 70. Also wir halten auch, soweit ich weiß, nur ein einziges Mal. Und zwar Langen am Arlberg. Ich weiß jetzt nicht, wie lange wir da halten. Aber vielleicht halten wir ein bisschen.
So. Uns einmal hier mitteilen. Aber es ist schön hier, muss ich sagen. Was ist mit den Autos daneben? Im Tal da rechts. Doch, das sieht echt schnieke aus, muss ich sagen. Das gefällt mir. Doch, Daumen nach oben dafür. Auch wenn das mit der Übertragung gerade nicht ganz so toll ist, aber es funktioniert ja einigermaßen. So, ich bin ja für längere Streams. Ach, süß. Ja gut, das ist halt, es muss ein Zwischending finden. Und ich glaube, das ist so ungefähr mit der Zeit, wie es jetzt ist, in Ordnung. Ich kann auch gerade nur drauf schauen. Gut, okay, ich habe die Pause bis 21 Uhr 39,5 gemacht. Das heißt, es wird ein bisschen später sein, logischerweise, munkelt man. Aber was willst du machen? Wer noch längere Streams haben will, der kann ja gerne beim Gronkh gucken. Der macht er gerne mal so 8, 9 Stunden am Stück durch. Das ist er. So schlimm bin ich dann doch wieder nicht. Das. Also so lang dann. Ne. Das würde ich vor allem auch gar nicht durchhalten, weil so dann könnte man auch gar nicht quatschen. So, kein Zugspitzensignal, Josh. Was ist ein Zugspitzensignal? Ich sollte ja vielleicht hupen an solchen Teilen, oder? Holla, wir haben echt einen langen Zug, muss ich sagen. Habe ich gar nicht gewusst oder gesehen. Weil das ist eigentlich nicht wirklich ein Bahnübergang. Das ist ja ein, naja. Sowas in der Art. Wir nähern uns nun Bratz. Dieser Ort ist sehr populär bei Fotografen, da nach dem Bahnhof der sogenannte Bratzer Bogen kommt. Ein perfekter Platz, um schöne Aufnahmen zu machen. Der Bratzer Bogen wird auch oft für Werbeaufnahmen verwendet. So, wisst ihr Bescheid? Muss ich das jetzt eigentlich als Product Placement kennzeichnen, weil ich hier Werbung mache? Ach, Quatsch. Jo, genau, ich hoffe mal, das ist, gut, ich hoffe, das läuft einigermaßen, weil es sieht im Stream gerade ein bisschen, inperformant aus, aber... Na, es ist halt der Transmitter, der frisst wesentlich mehr Leistung als Omsi. So, Licht, Gronkh macht außer Fallout im Moment nichts, was mich interessiert. Ich finde Beyond Two Souls einfach geil. Also, Beyond Two Souls finde ich einfach Hammer. Vor allem von der Story her, und auch jetzt durch die... Was ist das, die... Boah, ich kenne mich mit Konsolenspielen nicht aus. Ihr wisst, was ich meine. Remastered-Version, genau. Die Remastered-Version. Und Tatsache. Finde ich auch grafisch einfach Hammer gemacht. So, was haben wir hier Schönes? Genau, Dreiländereck. Kannst die AFB einschalten. Nö. Bisschen hier selber was machen. ÖBB-Lokpfanne. Die Arbeitsstrecke liegt vorher bei Tirol. Tatsache. Die liegt nicht in Deutschland, das stimmt. Was fahren wir überhaupt genau? In Eurocity, von Zürich nach Wien. Das heißt, es ist wahrscheinlich so eine Kooperation zwischen verschiedenen Verkehrsbetrieben, Unternehmen, Schienenanbietern, keine Ahnung. Juni Omsi gibt es halt leider nicht mehr. Das heißt, wir spielen noch nur Train Simulator und dann war's das. Also wir fahren jetzt hier auf den Eurocity. Erstmal nach Langen am Arlberg. Ich weiß nicht, wie lange das dauern wird. So, ich mache hier einmal einen auf. Vielleicht ist da immer wohl, dass ein Bahnübergang ist. Ach, stimmt, Zugspitzensignal ist das Licht. Da war was, da habe ich auch schon mal gehört. Auch wenn ich Licht echt logischer finde, weil Licht ist halt einfach Licht. Ja, ist einfach so. Oh, da links haben wir Kühe. Das sind nicht mal Hamburger Kühe. Meine Hamburger Kühe haben wir ja in Omsi. Das hier sind sogar wirklich echte Kühe. Also mit echtem Kuhprädikat ausgezeichnet. Herr Josch, aber Prädikat ist doch ein Verb im Satz. Ja, das stimmt, aber... Ein Prädikat kann auch was anderes sein. Wisst ihr Bescheid? So, da vorne haben wir wie viel? 50 oder 60? Ich glaube, das sind 60. Habe ich jetzt gar nicht angekündigt. Ah, da haben wir es jetzt hier stehen. So, habe ich gar nicht angekündigt gesehen. Halten müssen wir halt nicht. Weil, soweit ich gelesen habe, sind die Bahnhöfe, die jetzt entlang dieser Passstrecke sind, größtenteils stillgelegt. Genau. Nein, Licht immer noch nicht. Das mache ich dann im Tunnel, weil Licht frisst wieder Performance. Das muss ich unbedingt sein. So, bist du morgen beim Livestream von Rob und Witz dabei? Nein, nicht, dass ich wüsste. Also, die einzigen YouTube-Kooperationen, die ich irgendwie habe, Leute, die ich kenne, ist ebenso die Regel mit Julian, Carsten und Andy. Da, die kenne ich halt und ansonsten, nö. Also ansonsten kenne ich da irgendwie niemanden, den Rob auch nicht, also von dem her, so. Ihnen fällt wahrscheinlich auf, dass fast alle Bahnhöfe hier geschlossen sind, stimmt. Da der Pass ständig an seine Kapazitätsgrenzen stößt, hat die ÖBB beschlossen, den Regionalverkehr auf die Straßen mit Bussen zu verlegen und alle kleineren Bahnhöfe zu schließen. Somit verkehren hier nur Intercities, Eurocities, Intercity Express und Güterzüge, die natürlich Güter fahren als wir. So, ist sogar schon selber weggegangen. Boah, hier, das finde ich auch Hammer. Also, das sieht klasse aus. Das ist ja noch nicht mit Let's Play gefahren, finde ich echt schade. Ich glaube, das können wir sogar eher als Thumbnail verwenden. Machen wir das hier auch mal. Das ist einfach geil aus hier. Oha. Und wir verlieren etwas an Geschwindigkeit. Jo.
Ja, das mit dem Folgen, das funktioniert leider nicht. Da muss ich mich mal ein bisschen um OBS kümmern, damit das funktioniert. Ja, den Wikipedia-Eintrag, den habe ich ja ganz kurz gelesen. Und 2 Minuten später war er weg. Oh, da haben das sind Leute. Hiyo. Schau mal, die gucken den Zug an. Ach, süß. Genau, und dann war er auch schon weg. Wegen fehlender Relevanz. Was auch irgendwie stimmt. Ich bin nicht wirklich relevant. Vor allem nicht für die Welt. So. Ich fahre keine Güter im Transimulator. Da habe ich aber mal wieder Bock drauf, muss ich sagen. Ich meine, ich habe jetzt dadurch, dass ich jetzt die Vollversion vom Transimulator 2016, also nicht mehr die Update-Version, sondern wirklich die Vollversion, habe ich noch mal ein paar Strecken mit, die auch Güterzüge enthalten. Deswegen, genau. Ja, Rauchen ist in der Tat ungesund. Da muss ich euch zustimmen. So, ist der Eurocity Transalpin eine Kooperation zwischen... kann gut sein, weiß ich nicht. Es soll mich beschleunigen. Ja, ich fahre ja schon schneller. Hashtag Gestaltungslevel over 9000. Tatsache. Dieser Livestream kommt auf YouTube. Tatsache. Der erste Teil von OMSI, also mit OMSI, der kommt schon heute Nacht online. Und der zweite Teil, hier der kommt Sonntagmorgen, Sonntagnacht. Sowas in der Art. Also Nacht von Samstag auf Sonntag. Irgendwann dann. Wenn nicht jetzt, wann dann? Genau. Irgendwann mal am Wochenende. Wisst ihr Bescheid. So. Oh, hier haben wir so ein Viadukt. Das ist ja auch schön gemacht. Habe ich schon mal erwähnt, dass ich das schön hier finde? Ich glaube nicht. Habt ihr das schon mal gehört? Nö, ich nehme mich auch nicht. Aber ich finde es mit dem Pass echt, vor allem, dass so ein paar Geschichten sind. Nein, das Licht finde ich immer noch nicht sinnvoll. Das machen wir dann später, wenn wir wirklich durch die... Okay, hier zum Beispiel. Jetzt habe ich zu lange drauf gedrückt. Jetzt haben wir Licht an. So. Jetzt haben wir Licht an. Jetzt seid ihr alle zufrieden, oder? Jetzt fahren wir mit Licht durch den Tunnel. Davor haben wir es nämlich auch gar nicht gebraucht. So, wir kommen jetzt ungefähr auf 70 hoch, nachdem jetzt der Hinterteil des Zuges auch noch aus dem 60-Bereich draußen ist. So, ich habe immer Angst, dass an solchen, keine Ahnung, Mini-Bahnübergängen irgendjemand ist. Da hupe ich lieber mal. Weil es ist auf der Albteilstrecke genauso. Da ist ja auch teilweise mal so ein P an der Straße stehen. Ich habe 2-3 Mal auf der Strecke. Wo der Zugfahrer einmal hier pfeifen muss. Genau, nicht klingeln, sondern pfeifen. So, und jetzt fahren wir da vorne gleich, wie wir sehen können. Über den Bahnhof Hintergasse, genau, das ist ebenfalls geschlossen. Habe ich auch schon gesehen auf der Karte, wo ich durchgeflogen bin. Da ist die Karte. Dass da relativ viel geschlossen ist und haben wir auch gerade durch die Geschichte erzählt bekommen, wie das ist. Gut, die Strecke ist halt eingleisig. Das heißt, gerade für Intercity und Intercity Express und sowas ist es natürlich toll, wenn da so ein tuckeriger Regionalzug fährt, der vor allem auch dann die Bahnhöfe, die zum Ausweichen da sind, belegt. So. Die Frage ist natürlich, ich habe nicht gesehen, ob das Vorsignal irgendwie eventuell auf Rot zeigt oder sowas. Habe ich nicht gesehen. Je nachdem, wo wir jetzt hinfahren, wenn wir geradeaus fahren, dann haben wir Grün. Weil, dadurch, dass wir jetzt zwischen eingleisig und zweigleisig wechseln, gucke ich ja halt gerne mal auf die Signale. Aber hier haben wir, genau, hier haben wir Fahrt. Gut, das war, glaube ich, auch ein Szenario mit relativ... einfachem Schwierigkeitsgrad von dem her. So, einmal hier Achtung da am Bahnsteig, wo keiner steht. Von dem her, genau, so. Fahren wir noch 14 Kilometer, sind wir auch schon im Langen. Und ich weiß auch nicht, wie lange es da noch dauert. schöne Livestream. Ach, dankeschön. Jo, was haben wir hier Tolles? Ich komme noch. Ich blick da gerade nicht durch, wirklich im Chat. Egal. Muss ja, jetzt haben wir das Klischee bedienen. Schreibt man so Klischee? Ich habe gerade, das schreibt man so deutsch. Also K-L-I-S-C-H-E-E. Aber okay. Haha, Klischee, etwas französisch prononcieren. Können wir natürlich auch. Ich meine, ich hatte auch 5 Jahre französisch in Schule. Und kann trotzdem nicht sprechen, weil... okay, das war eine Mischung aus allen möglichen Dialekten. Ich kann es einfach nicht. Ich bin einfach sprachlich unglaublich erbärmlich. Der Licht habe ich an. Licht habe ich an. OMSI hat nicht mehr, genau. Steht auch schon oben in der Übertragung. Da steht es ja auch schon Train Simulator drin. Ich bin mal stolz auf mich, ich hab's umgestellt. wie gesagt, der OMSI-Teil kommt dann auch schon bald auf YouTube in den nächsten Stunden. Je nachdem, wie schnell das dann funktioniert mit dem Upload. Nö, dass der TS16 kacke ist, kann ich nicht nachvollziehen. Also ich find's eigentlich echt schön. Nur ein bisschen Abwechslung. Weil Züge mag ich auch. Ich mag Züge. Genau. Und von dem her ist halt auch für jeden was dabei. Es gab extra deswegen auch eine Umfrage.
ob wir das denn so machen sollen oder nicht. Und dementsprechend habe ich jetzt auch gehandelt. Genau. Ich weiß da zwar nicht, was ich gehandelt habe, aber okay. Vor allem mit welchem Geld. Holla, aber das mit den 60 in der Kurve ist auch interessant. Hauptsache, oben steht der 97, spielt um die 2. Ich habe das eigentlich auf den Train Simulator geupdatet. Vorher habe ich eingestellt, eigentlich. Eigentlich. Uneigentlich weiß ich nicht genau, aber... Kann doch sein, dass ich mich ein bisschen getäuscht habe. So, habe ich einfach noch... Ah, da ist sogar noch Kaffee drin, sehr schön. Was? Ich finde die beiden als Paar so schön. Ach, süß. No. No. Mehr kann ich jetzt einfach gerade nicht sagen. Das finde ich einfach knuffig. Nee. So, da vorne fahren schon wieder 70. Holland, die Berge sind echt schön begrünt. Ich glaube, die Strecke ist auch von Just Trains. Also genauso wie auch Frankfurt. Genau, das waren so ziemlich die zwei am meist gewünschten, genau, Gedönsteile. Papa, wo liegt Bolivien? Keine Ahnung, fragt deine Mutti, die hat aufgeräumt. Ach, süß. Falls Josh will, dass ich alle seine Let's Plays sehe und like, dann muss er in jedem Let's Play mit Facecam und Luisa spielen. Werde ich nicht machen. Also Facecam einfach nicht, weil, wie habe ich vorher schon erörtert, wegen, ja, kann ich meine Aufnahmemethode nicht einsetzen, die ich, oh, voll sind 60 bald, kann ich meine Aufnahmemethode nicht weiterführen, kann ich nicht ungeduscht aufnehmen und ist aufwendiger, Video zu rendern und zu bearbeiten. Und viele Leute nervt das auch, gerade bei Omsi und sowas, dann nervt das einfach. Und ich habe einfach nicht immer Zeit, mir jemanden zu schnappen, indem ich aufnehmen kann. Genau. Kaffee schmeckt sowieso, klar. Schön schwarzer Kaffee, wie immer. Milch wird überbewertet. Zucker sowieso. Dass du hättest so viele TSL und kostenpflichtig sind. Das Problem ist, dass ich das Gefühl habe, dass sich Omsi langsam irgendwie in die ähnliche Richtung bewegt. Nicht in dieselbe Richtung, dass du so schön... Oh, das ist ein Zug. Das heißt, der ist auf uns gewartet. Okay. Also ganz so schlimm wird es wahrscheinlich nicht werden, aber wir haben jetzt echt schon im Vergleich zum Anfang sehr viele Payware-Addons. Genau, das wird jetzt einfach immer mehr. Heißt natürlich zum einen, dass es mehr qualitativen Content gibt, aber zum anderen natürlich auch, dass man wirklich für alles und jedes bezahlen muss. Und das finde ich halt echt schade. Vor allem, wenn du dann halt Payware-Strecken als Voraussetzung für Freeware-Strecken hast. Kann man auch viele Freeware-Strecken nicht spielen. Genau. Ist natürlich blöde so. Also, gerade wenn man halt, keine Ahnung, noch nicht wirklich das große Einkommen des Todes auf Doom hat, eben halt doch Schüler ist und als von Taschengeld bezahlen muss und halt so ein bisschen Variation reinbringen möchte in seinen Train Simulator, dann ist das halt echt nicht so toll, wenn man wirklich für jede Strecke und jeden Zug zahlen muss. Deswegen, genau, der Zug fährt güter als ich. Deswegen hole ich mir, Addons auch so gut wie immer nur, wenn sie im Sale sind. Das heißt, ich habe mir zum Beispiel vor, im Sale habe ich mir jetzt den Train Simulator 2016 gekauft. Heißt, ich habe jetzt die ganzen neuen Strecken ebenfalls dazu. Zusätzlich zu neuen Programmen, die ich quasi eh bekommen hätte, kostenlos als Update. Und auch ansonsten kaufe ich mir meistens solche Packages, wenn sie mal gerade im Angebot sind. Gibt es leider auch immer weniger diese Packages. Finde ich auch schade. Die gab es früher immer mehr und vor allem auch irgendwie noch günstiger. Da hast du irgendwie 5, 6 Addons, für 7 Euro bekommen oder sowas. Ist es leider nicht mehr so. Das heißt, die haben da irgendwie ein bisschen auch die Preisschraube angezogen. Trinkst du auch den von Chibo? Wir haben euch immer verschiedenen Kaffee. Das ist unterschiedlich. Die werden so unterschiedliche Kaffeesorten. So. Verstehst du das? Nee, das würde ich jetzt nicht verstehen. Das würde ich jetzt nicht verstehen. Da reichen meine Sprachkenntnisse durch dafür aus. Eben, also 50 Euro ist halt, also gerade bei U-Bahn Frankfurt war auch bei mir so ein bisschen, hui, ist doch ordentlich viel Geld, aber U-Bahn Frankfurt ist halt auch echt, richtig geil. Also dafür hat sie sogar schon fast wieder gelohnt, allerdings für eine Strecke, die jetzt so mittelmäßig gestaltet ist, weiß ich jetzt nicht. Weiß gar nicht, glaube ich, 3 Ländereck habe ich mir sogar auch einzeln geholt, allerdings wo es irgendwie 60-70% reduziert war oder sowas. Also irgendwie für 6-7 Euro. Also wirklich als Vollpreis-Addon würde ich mir das eigentlich gar nicht holen. So, ist sehr sozial mit sehr viel Freeware. RWA.
kenne die Abkürzung gerade nicht. Ja, also Omsi halt bisher auch noch, aber das ist halt, sobald es mit dem Content halt ein bisschen professioneller und eben mehr Arbeit reinsteckt, dann, naja, beinahe eben auch viele Leute ihre Sachen verkaufen, in denen nicht viel Arbeit steckt und am Ende sind trotzdem damit Geld machen. Das heißt sowas wie, was machst du? Ah, ja klar, das ist Serbisch, weil das hätte ich mir auch denken können, aber das ist, ah, okay. Ich lese es erstmal vor. Wir nähern uns nun Wald am Arlberg. Im Bahnhofsbereich findet ein sehr rascher Wechsel im Gleisgefälle statt. Fahren Sie entsprechend, hier befindet sich zudem ein von der ÖBB gebautes Wasserkraftwerk, welches die Elektrizität für den Pass erzeugt. Der Pass wurde 1925 elektrifiziert. Okay, sonst könnten wir jetzt auch nicht mit unserem Elektrozug hier langfahren. Ja, es gibt auch so ein Szenario, wo man dann mit einer Dampflok da langfährt, aber dafür bin ich noch zu wenig geschult. So, also im Wald halten wir trotzdem nicht, mitten im Wald. Macht man bei uns schon hier mit dem Bus, halt man wirklich im Wald, aber ansonsten. Produktplatzierung. Ja, weiß ich nicht. Es ist halt so, ich mache ein Video über ein Produkt, von dem ich nicht wirklich überzeugt bin oder von dem ich zumindest mal Geld bekommen habe. Das ist... irgendwie ist es für mich ein Werbevideo. Also bei Film finde ich das wichtig. Bei Spielfilmen oder sonst bei Kinofilmen, da wird man zum Beispiel dafür bezahlt, dass der Schauspieler, der da eben, keine Ahnung, in der Kneipe sitzt, jetzt Coca-Cola trinkt und nicht Pepsi oder sowas. Es ist ja dann kein unter die Nase reiben vom Produkt, wie es auf YouTube leider der Fall ist. Aber bei Film finde ich das wichtig, auf YouTube weiß ich nicht, was ich davon halten soll. Finde ich nicht so toll. Railworks Austria. Ach, kenne ich gar nicht. Ich meine den Kaffee. Ich mag auch Kaffee. So, Tag, Kollege, die warten alle auf mich. Das finde ich gut. Das heißt, ich brauche gar nicht hier, schauen wegen den Signalen. Jupp, wir haben Fahrt. Einwandfrei. Am Weihnachten soll der auch... Ja, klar. Es ist der Winter Sale und der Summer Sale. Das sind die zwei großen Sales auf Steam. Es gab natürlich auch den Herbst Sale. Der war so ein bisschen zwischendrin. Da habe ich mir eben den Train Simulator geholt. Genau so war das. So, da vorne haben wir 60. Das heißt, ich nehme mal ganz kurz den Rest vom Kaffee. Und tue mir noch mal ein bisschen Wasser, weil ich trinke gerade zu wenig. Das ist nicht so gut. Ich bin ungesund. So, wir fahren, glaube ich, ja, genau. Linksbündig, weil rechts ist ein Abstellgleis, wie es aussieht. Jupp. Tatsächlich. So, Licht haben wir sogar auch noch an. Das ist auch toll. Ich hoffe, dass der Zug jetzt auf die 60 noch kommt. Und sollte die Flasche vielleicht so hinstellen, dass ich trotzdem noch was sehe. Nee, 16 haben wir es nicht hinbekommen. Egal. Aber es geht bergauf. Also nicht mit dem Niveau. Leider schon. Hier, alle warten auf Josh. Hä? Das verstehe ich jetzt nicht. Nee, Minecraft habe ich eigentlich nicht vor. Nö. Magst du den Ica-Bus? Ja, den mag ich sehr gerne. Ich bin jetzt echt selten so selber gefahren, weil ich einfach selten selber fahre. Aber ich finde ihn echt nice, den Bus. Vor allem mit dem Dashboard auch. Ich will das auch von Josh wissen. Was wollt ihr von Josh wissen? Ich weiß gar nicht, was ihr von Josh wissen wollt. Ich sehe nie, was ihr von mir wissen wollt. Ich finde es immer lustig, wenn Leute dann auch, habe ich auch schon oft von YouTubern gehört, sie einfach eine E-Mail schreiben und eine Frage stellen, ob man einem eine Frage stellen darf. Ja. Dann wäre es schneller gewesen, einfach die Frage zu stellen und mal merken, ob man eine Antwort bekommt oder nicht. Mach mal Werbung für dein Wasser. Jetzt habe ich vorher schon versucht, hier mein gut und günstig Wasser anzupreisen. Das ist echt nicht schlecht, wobei ich Hahnwasser irgendwie noch eher präferiere. Aber Flaschenwasser kann man gut hierher transportieren. Und es ist wunderschön prickelnd im Geschmack. Genau, prickelt. Genau, was ist deiner Meinung nach der beste Bus? Ich finde der O507. Kann man eigentlich nichts anderes sagen. Es ist vor allem, auch weil er geil gemacht ist zum einen und zum anderen, weil... Also einmal, weil ich generell den Bus in Real Life cool finde und weil er auch echt super umgesetzt ist, weil Pyrotinus es einfach drauf hat mit den Bussen. Wintercell bei Steam, ja klar, ich wüsste nicht, dass der ausfallen sollte. Josh, du darfst erst 70 fahren, wenn dein hinterster Wagen da draußen ist. Ja, ich weiß, aber ich beschleunige schon mal ein bisschen. Ich glaube, wir sind auch ein bisschen... Und gib mir nicht mal einen Fahrplan. Ich kann es nicht sagen, dass wir zu spät sind. Ja, schade. Jo, Josh, den muss jetzt nochmal auch woanders hin. War mal wieder sehr lustig. Ach, okay, dann, gute Nacht hier einmal an der Stelle für alle, die sie jetzt hier, die jetzt hier gehen, ist leider mal ein bisschen Verzögerung drin. Das heißt,
einige sind immer schon weg, wenn sie sich verabschieden, aber naja, man sieht es dann auch alles auf YouTube vielleicht manchmal. Ich finde es auch toll, dass es zum Glück nicht hell ist mit den zwei Bildschirmen rechts und links. Das ist einfach... Man sieht dann auch noch sehr viel im Tunnel. Haben nämlich keinen so einen Nachtbeleuchtungsmodus oder sowas, wie so eine Kasse im Busch oder sowas, weil so Touchscreen-Kassen im Bus haben wir meistens auch einen Nachtmodus. Und man kann zumindest mal die Helligkeit runterdrücken. Ist eigentlich ganz praktisch. Frühbeschleuniger, ja, ganz ehrlich, was willst du auch machen? Wenn du so einen langen Zug hast, dann ist das halt... Nicht unbedingt Güte. Also ich finde, der Addon O405... Ja, eben, wenn man da Kindheitserinnerungen hat, dann ist es halt einfach richtig geil. Also ich finde die halt von der Fahrphysik nicht ganz so toll. Ich finde die Antriebskripts, das bekommt Darius nicht ganz so gut hin. Das ist ein bisschen... Die haben ein bisschen ein komisches Anziehverhalten. Also wenn ich jetzt so ein... zum Beispiel gerade den Citaro mit Morphe Soundpack fahre oder zum Beispiel den O407, dann fühlt sich das einfach auch vom, also man merkt da, okay, das merkt man weniger, wenn man mit Tastatur fährt, mehr, wenn man mit Lenkrad fährt, dass es vom Fahrverhalten, vom Gefühl her, also nicht einmal von der Physik-Engine, wie sich das Bus in Kurven verhält, sondern eher vom, wie sich der Motor anfühlt. Ich weiß nicht, ob man mir folgen kann. Es ist einfach so das Gefühl, wie sich der Motor anfühlt, wenn man aufs Gas tritt zum Beispiel. Nicht mehr von der Beschleunigung her, sondern einfach vom Gefühl her zusammen mit dem Sound. Das ist nicht ganz so perfekt, aber ich finde die Darius-Busse trotzdem richtig gelungen. Also den O405 N fahre ich auch richtig gern. Und vor allem, was mich auch freut, ist der O405 Hochflurer von Pedro, von dem wir es vorher auch schon gehabt haben, den habe ich sogar eigentlich eingeplant für den heutigen Livestream, weil ich gedacht habe, vor 3-4 Wochen wird er angekündigt, ja, ist bald fertig oder so. Ist vielleicht sogar bis zum Livestream so, aber leider eben nicht. Wo haben wir denn überhaupt Haltepunkt? Ich habe 250 Meter. Steht nicht da, ich würde mal bei 250 Meter halten. Kann man nicht viel falsch machen, so. Hier wieder der tolle, die tolle 101, die erst bei 35% bremst. So wollen wir das 250 Meter Ding. Wo Hauptmarkierung? So, da ist ein 200 in die andere Richtung. Okay. Ich muss doch mal schauen. Ich weiß es ja gerade gar nicht, wo wir denn... Also, generell von der Logik her würde ich mir hier vorne halten, weil da vorne die Leute sind. Einfach rein von der Logik her. Ansonsten kann ich jetzt nicht nachvollziehen, weil eigentlich macht es immer Sinn, da zu halten, wo die Leute sind und nicht weit in den Bahnsteig irgendwo rein. Das heißt, ich fahre hier am besten einfach ganz nach vorne. Ich glaube, da werden wir ganz gut bedient sein. Dann steht ein relativ kleiner Teil von Zug in so einem Bereich, wo die Leute schlecht hinkommen. Läuft eigentlich. Jo, werden die Ansagen bei euch von einem PC oder Mann oder Frau gesprochen? Also, wir haben jetzt in den VBN-Bussen gar keine Ansagen. Also, gar nicht. Und im Zug ist das eine reale Frau. Da gibt es auch zwei Versionen, ältere und neuere. Die ältere Dame klingt leicht unfreundlich, neuere relativ freundlich. Aber ich glaube, es sind beides, glaube ich, sogar Leute von SWR 3, die da Ansagen sprechen. Also, beides mal echte Menschen. Jo, Elisabeth Seitzinger, keine Ahnung, ich weiß nicht, wie die bei uns heißen. Genau. Ist das gleiche mit dem Hochbahn U4 Simulator? Was sowas gibt's? Ach, was ich mir auch geholt habe, es war bei Aerosoft im Angebot gewesen, war World of Subways 4. Werde ich, glaube ich, aber auch eher ein Let's Play dazu machen als einen Livestream. Öfter Livestream geht leider nicht, weil es ist echt jedes Mal schon stressig, das einmal im Monat hinzubekommen. Und von dem her, dann müssen wir gucken, dass wir nicht rückwärts rollen, weil wir am Berg stehen. Und vor allem nicht zu stark anziehen, sonst ruckeln die Wagen. Ah, jetzt fahren wir. Das heißt, das können wir ordentlich anziehen. So, also es ist echt schon schwierig, einmal in der im Monat das hinzubekommen. Von dem her leider nicht möglich. Das geht leider einfach nicht klar. Saß du schon mal in einem... Nein, saß ich noch nicht. Ich saß noch nie in einem Zugführerstand. Aber das kann sich, / wird sich vielleicht ändern nächstes Jahr. Wenn das so ist, dann werdet ihr das audiovisuell auch mitbekommen. Könnt mal gespannt drauf sein. So, was haben wir hier noch Schönes? Fährst du nach noch einer Aufgabe? Leider nicht, weil es wird echt dann spät.
wie gesagt, Let's Plays kommen trotzdem 2 Videos pro Tag und von dem her ist eigentlich genug. So, wir fahren nun durch den Arlberg, wo das Herzstück des ganzen Passes. Dank des Tunnels können Züge auch in den Wintermonaten über den Pass verkehren. Der Tunnel ist 10,3 Kilometer lang, die Bauzeit betrug 4 Jahre und 92 Menschen kamen bei den Bauarbeiten ums Leben. Hollala. Der Tunnel war von Anfang an zweigleisig und für Geschwindigkeiten bis 100 km/h ausgelegt. Wunderbärchen. Ich hasse Eilzüge beim KVV. Ich finde das Prinzip super, weil die da durchfahren, wo ich eh nie aussteigen will. Das Problem ist, dass nach Herrnab keine Eilzüge fahren. Die fahren alle nach Indersbach. Und das Tolle ist, wenn dann ein Eilzug vor meiner S1 nach Herrnalb kommt, dann ist die S1 immer schön leer. Wenn das andersrum ist und der Eilzug hin uns her tuckert, dann ist das sinnlos und dann ist auch immer die S1 so voll. Aber also ich finde das Prinzip super. Wenn wir welche nach Herrnalb fahren würden, was sie leider nicht tun. Die Alten sagen, sind von Frau Roth an Österreich. Ach, und die Neuen sind von SWR3, genau, von Frau Politi. Hast du mitbekommen, dass Mozart, genau, teilweise Ansagen für die DB gesprochen hat? Das habe ich heute sogar jemandem erzählt. voll sinnlos. Bis 2006 wurden die Ansagen von einer Kassette abgespielt. Ach süß, ich weiß gar nicht, wie das bei uns ist, vor einem Zug. Wie lange geht der Livestream noch, bis wir da sind? Das sind nur 9 Kilometer und ist bei 100 km, also nicht mehr allzu lange. Per der HVV. Kannst du mal meine Schwester Marie grüßen? Die schaut nämlich die nächsten 5 Minuten zu. Also, hallo liebe Schwester von Mopsi 2001. Ich grüße dich jetzt einfach mal ganz herzlich hier. Zusammen mit den 48 Zuschauern. Du bist jetzt offiziell im Internet präsent und berühmt. Also, du bist jetzt im Fernsehen. Oh, Tag Kollege. Aber jetzt ist eh nicht mehr so viel los. Das ist auch nicht so schlimm. Ja. Also wir fahren jetzt auch durch den Tunnel, da ist leider eh nicht so viel los. Bin gerade erst dazugekommen. Ja, das Problem ist, dass der Stream sich jetzt langsam dem Ende zuneigt. Aber wie gesagt, Aufzeichnung kommt ja der erste Teil jetzt schon heute Nacht auf YouTube und der zweite Morgennacht. Und ja, die Nachts-Upload-Zeiten müssen sein, weil Baum. Nee, da kann man sich ja morgens, wenn man, es gibt ja Frühaufsteher, die dann im Bett liegen morgens und YouTube gucken. Und für die ist es, glaube ich, relativ praktisch, dann morgens immer so eine Stange Livestream-Videos zu haben, so eine Stunde oder sowas, dann, ja, auch wenn es nur was Langweiliges ist. Wenn man schon nicht durch qualitativen Content punkten kann, dann zumindest durch eine Veröffentlichungszeit, die mehr oder weniger sinnvoll ist. Oh, in München testen sie gerade Mozart-Ansagen bei S-Bahn. Ich glaube, der hat sich jetzt auch im Forum umbenannt, aber ich finde es irgendwie klasse, dass es jemand aus Omsi so weit gebracht hat. Also echt Riesenkompliment, aber er hat auch einfach wirklich, es ist einfach die Ansagenstimme. Denn nur wenn eine Stimme diese Anforderungen erfüllt, dann ist sie die Ansagenstimme. So kann man es eigentlich echt kurz und knapp zusammenfassen. Auch wenn ich jetzt nicht mehr so viel Vertrauen in diese VW-Werbung tun würde. Also ich mache mal den Popschutz ein bisschen so, dass ich jetzt nicht unbedingt so da ganz schlimm. Ich wurde 50 Meter von einer Bedarfshaltestelle von S51 bis S52 weg. Ah, okay, ich gehe jetzt hier von der S1 aus, weil da sind die Eilzüge eigentlich ganz sinnvoll, muss ich sagen. Die fahren dann Rüppur durch, wenn du echt eine Milchkanne anhältst. Und da fahren dann eh meistens auf welche durch. Die S51 und sowas, aber auch die S4 und die S5 haben relativ viele Eilzüge. Finde ich da aber auch ganz praktisch, dass es da sowohl Eilzüge als auch normale Züge gibt, weil wenn du zum Beispiel von Pforzheim bis nach Karlsruhe rein möchtest und mit der S-Bahn fährst, dann ist das ein bisschen blöde, wenn du in jeder Milchkanne anhalten musst, bis du in der Stadt bist. Du warst fast zu schnell. Ja, aber ich habe es noch ganz gewitzt gemerkt. Und ich glaube, wenn ich jetzt 101 fahre, dann liegt das auch niemanden. Außer vielleicht, keine Ahnung, mich am Hals oder sowas. Ich weiß es ja nicht. Und ich glaube auch nicht, dass die Züge hier bei uns bei der AVG sich wirklich hundertprozentig an diese 80 halten, die manchmal hast. Und dann hast du eine Kurve 60 und sowas, keine Ahnung. Genau, Mozart hat einfach voll die geile Stimme dafür. Das ist einfach so. Oh, sehr geehrte Fahrgäste, in wenigen Minuten erreichen wir St. Anton auf Gleis 3a. Ich kann sowas nicht. Ich meine, diese klassischen Train Simulator Let's Player. Ich fühle mich gern auch in Baden-Württemberg zu leben. Ich finde Baden-Württemberg irgendwie echt cool. Also, finde ich irgendwie echt cool, weil es irgendwie so ein bisschen chillig ist. Man hat so Berge und Schwarzwald, ist irgendwie eh schön. Ja, den TS stört das. Allerdings nicht, da das ein Standardszenario ist und kein Karriereszenario. Er blinkt dann bloß, aber zieht mir keine Punkte ab. Das Tolle ist, im Train Simulator bekommst du Punkte abgezogen, wenn du zu schnell fährst. Und wenn du Auto und Bus fährst, dann bekommst du welche dazu. Schön.
S1, die Fahrbahn. Okay, da kenne ich mich leider nicht aus. Die neuen S-Bahnen fahren bis zu 140 km/h. Ja, bei uns leider nicht. Wir sollen jetzt auch neue Züge bekommen. Die AVG soll jetzt auch neue Wagen bekommen. Allerdings finde ich die irgendwie schäbig. Ja, ich muss leider so stark bremsen, weil der Zug sonst gar nicht bremst. Das ist das Problem. So. Was haben wir noch Schönes? Ich dachte, bei der S5 gibt es keine Altzüge. Doch, da gibt es ja viele Altzüge. Also, ich bin neulich mit einem gefahren. Weil wenn du vom Pforzheim aus kommst, was ich eigentlich nie tue, ich fahre meistens eben über Herren ab Karlsruhe. Ja, doch, da haben auch relativ viele Eilzüge nach. Meistens dann morgens rum. Und es gibt, glaube ich, auch einen einzigen Eilzug auf der S1 bei uns. Aber auch nur eine, mit dem ich leider nicht fahren kann. So. Aber noch Schönes. Wollte ich endlich einen Eilzug nehmen, der ist dann leider ausgefallen. Ja. Es ist auch lustig. Also so viel wie zur Zeit Züge ausfallen, das ist unglaublich. Ich bin ja ganz froh, dass das auf der S1 sich einigermaßen in Grenzen hält. Aber wenn es das nicht tun würde, wäre das echt schäbig. So, jetzt erreichen wir wirklich gleich Gleis 3A. Ausstieg steht noch nicht fest. Ich könnte das echt nicht machen. So viele Leute, die quasi hauptsächlich Train Simulator Let's Play. Ich meine, ich bin ja so der Omni-Let's Player. Und da gibt es ja Leute, die sind so die klassischen Train Simulator Let's Player. Oh, ich glaube, das heißt, dass wir gleich anhalten. Zugbeeinflussung. Dankeschön. Dankeschön, dass du mir das auch noch sagst. So, die können das irgendwie mit dem, jo, wir erreichen gleich, bla bla bla. Die haben da auch irgendwie so den Ding zu. Ich halt irgendwie nicht, weil ich das einfach nie mache. So, ich hoffe, dass das Signal da vorne grün ist und nicht, rot. Wo fahren wir überhaupt rein? Ich sehe das gerade gar nicht. Egal, das wird schon seine Richtigkeit haben. Wir fahren einfach Gleis 3A ein. Mit im Ideal fand ich allzu hohe Geschwindigkeit. Es gibt sogar zwei Eilzüge. Ja, ich fahre halt morgens um kurz nach 6. Das ist das Traurige. Passt da ja nicht mit dem Eilzug. Ich muss halt um 8 drin sein. Zugbeeinflussung. Viele Zugblicker in Österreich wissen es aber auch nicht. So, jetzt müssen wir mal schauen, dass wir richtig anhalten. Gleis 3A. Heißt, ich halt einfach da, wo die A ist, oder? Erst schon auf die A. Wo sind die A? C. Ah, weiter ganz vorne dann. Heißt, ich muss echt ganz vorne halten. Okay. Dann fahren wir einfach durch. Ach, der Hinterteil ist noch im Tunnel. Das heißt, ich kann gar nicht auf 3 drücken. Ach, süß. Ist ja knuffig. So, 3B. Oh, schau, da kommt gerade unser letzter Teil aus dem Tunnel. Mit Doppel-L natürlich. Jo. Genau, Gleis 3A. Ganz nach vorne einmal kurz vor dem roten Signal, würde ich sagen. Ich hoffe, das schaffen wir einigermaßen, ohne dass ich mich verbremse. Ja. Aber wie wir gelernt haben, Bremsen sind böse, die stechen gerne. So, mit dem Zug kann ich auch gerne ein bisschen weiter nach vorne, weil ich meine, vorne kann eh keiner einsteigen. In die 101. Außer der Zugfahrer. Triebfahrzeugführer Josh, ja. Ich werde es eh nicht lernen. Vom Bombardier, ja, eben. Mit diesem Türpiepsen, boah, das finde ich unglaublich ätzend. Ganz ehrlich, weil jeder Depp noch die Gelegenheit hat, noch dem Zug hinterher zu sprinten. Boah, du kommst nicht vom Fleck. Jo, genau. Stream war es dann auch schon, weil ich hab's schon verstanden. Wie viel Uhr haben wir denn? Jo, gut, der zweite Teil ging jetzt nicht allzu lang, aber was willst du machen? So, ich hoffe einfach mal, dass. Warte mal, Ich war fast synchron heute mit den Lippen. Hätte ich vielleicht davor schauen sollen. Egal. Was nur so das Tipp? Ja, ich mag auch die alten Züge, eben. So, gratuliere Sie nun buchstäblich am Höhepunkt Ihrer Karriere angelangt. Wenn das mein Höhepunkt meiner Karriere ist, dann ist es echt schäbig. Von nun an können Sie alleine fahren. Ach so, stimmt, das war ja dieses Einführungsszenario eigentlich. So, dann gehen wir am besten vielleicht einfach mal in das Menü, dann können wir uns das Ganze mal anschauen. Voll professionell. Ist das nicht so der schöne Endscreen, aber was willst du machen? So, ist doch einfach dekorativ so. Also, ich würde sagen, ich verabschiede mich jetzt einfach mal an der Stelle. Gute Nacht, alle Zuschauer. Nein, ich kann das nicht mit dem SIFA, PZB, LZB. Ich habe genauso wenig Ahnung wie du. Ich verabschiede mich jetzt einfach mal von euch. Bedanke mich natürlich bei allen, die dabei waren. Ist auch vor allem noch bis zum Ende durch. Sind jetzt ein bisschen weniger Leute geworden. Kann ich aber auch verstehen, muss ich sagen. Ja, ich kann die Livestream leider auch nicht früher anfangen lassen, weil ich erst so spät nach Hause komme. Ich würde auch gerne lieber 19 Uhr streamen, aber ich leider, jo, machst du nix. So, genau, gute Nacht allen euch. Den ersten Teil vom Stream lade ich jetzt am besten so schnell wie möglich hoch. Könnt euch das anschauen, wenn ihr was verpasst habt. Ja, Luisa grüße ich auch, das mache ich gleich. Und ja,
Ich würde sagen, das war's für heute. Habe ich schon mal gesagt, dass ich mich beim Zuschauer, bei allen Zuschauern bedanken möchte? Ich glaube schon. Ja. Also, gute Nächte allen. Ich mache hier mal ganz kurz zu. Dann, genau, haben wir diesen schönen Endscreen. Ist das nicht toll? Was haben wir hier noch? Den Pause-Screen und den Start-Screen. Gut, das ist alles eigentlich schäbig. Egal, lassen wir es einfach mal so. Jo, dann, genau. Ja, ich glaube, die meisten werden auch den Omsi-Stream am ehesten präferieren an der Stelle. Aber ist halt leider so. Deswegen haben wir mal eine Umfrage gemacht. Ich wollte mal ein bisschen was anderes machen, schauen, wie es ankommt. Aber bei mir steht Train Simulator. Müsst ihr nochmal F5 drücken. Bei mir steht Spiel Train Simulator 2016. So. Oh, aber ich höre mich doppelt. Man soll vielleicht nicht den Stream öffnen. Egal. Also, bis dann, bis zum nächsten Mal. Nächster Stream ist, ich sag's hier am besten nochmal, aber ich bearbeite gleich nochmal oben den Titel. Am 1.1. Können wir eigentlich schon 19 Uhr machen dann. Brauchen wir nicht 20 Uhr machen, machen wir am 1.1. Naja, es hat der erste Freitag im Monat. Genau. Habe ich auch ein bisschen weniger Stress, wenn ich nach Hause komme, weil ich eh schon da bin. Also, bis dann und falls ihr dann noch nicht. Eigentlich soll ich ihn später machen, weil alle Leute nachts schwärmen, dass in meinem Tag vor Silvester war. Und ihr sollt am besten morgens um 6 Uhr streamen, da guckt kein Mensch zu. Ich glaube, das ist die sicherste Zeit, wenn ich ein neuer morgens um 6 Uhr streame, dann schaut keine Sau zu. Hat auch Vorteile. Egal, ich sage immer mal tschüss, bis denn und ja, Streamer mehr TS. Ich schau mal, dass ich ein bisschen durchwechsel. Auf jeden Fall, Omsi ist immer fester Bestandteil. Old Truck hat ja nicht so geklappt, leider. Habe ich einmal ganz am Anfang mal ausprobiert zu meiner Streamzeit. Werde ich nicht mehr tun. Und das ist eh mit der Musik, glaube ich, ganz gut für den Singleplayer gedacht. Also von dem her. Also, tschüss miteinander, gutes Nächtle und genau, Silvester. Nee, da habe ich, nö. Da kommt am Ende dieses Gelaber-Special wieder. Also, bis dann, tschüss.